Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ich nehme diese Folge auf, original, am Tag nach dem letzten Tag bei der Gamescom. Also heute ist Montag, gestern war Sonntag, Gamescom. Ich bin immer noch so freaking overloaded with information, würde man auf Englisch sagen. Aber ich bin so überladen mit Informationen, mit so viel, was da passiert ist. Es ist brutal. Also ganz ehrlich, ich habe vieles erwartet, aber das hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Aber dazu wird eh ein eigenes Video noch kommen, wahrscheinlich auch im Laufe der Woche. Ich hoffe, es ist Anfang der Woche. Und es wird sich einiges ändern. Aber kommt alles separat, sobald die Pläne fertig sind. Ich bin in großen Planungen, was den Kanal angeht. Das Wochenende hat mir nochmal gezeigt, ich will mehr machen. Ich will auch für euch mehr kriegen, mehr machen. Und ich entwickle gerade einen Plan, dadurch, dass ich nicht nur, sagen wir mal, Gaming bin, sondern auch Reiten, also pferdemäßiges Reiten, entsteht bei mir natürlich ein bisschen ein Planungsbedarf. Aber könnt ihr euch vorstellen, es gibt einen Plan jetzt 2025 für Social Media bei mir und der entwickelt sich gerade fertig. Und wenn dieser fertig ist, kriegt ihr auf jeden Fall von mir Informationen, was da alles drin steht. Und dann werden wir schön ins Jahr 2025 mit neuen Energien starten. Eine der ersten Sachen ist natürlich Facecam. Ihr seht schon, es ist zwar jetzt aktuell eine normale, ihr seht mein Background, ihr seht meine Saturn 5 da hinten und meine Kästen. Ihr seht, würdet wahrscheinlich sogar sehen, dass da hinten 3000 Figuren von Herr der Ringe stehen, die ich damals angemalt habe. Die sind da noch drauf, aber das ganze Raum hier unten entsteht noch. Das ist alles noch Work in Progress. Deswegen ist auch noch dieser komische, ach, den seht ihr gar nicht. Ha, den seht ihr gar nicht. Da hinten ist ein scheiß fetter Haken in der Wand drin. Also nach da hinten. Gut, ja, aber wie gesagt, Gamescom kommt ein separates Video dazu. Wir kümmern uns heute weiter um unsere Anlage und auch extra in einer langen Folge. Wir gehen jetzt ab sofort auf die 30 bis 45 Minuten mit der Captain of Industry Serie. Und keine Sorge, die Serie bleibt relativ unberührt. Ich habe gemerkt, es ist so, wie ihr es möchtet, uncutted. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, ich habe auch mit Blade Magic gesprochen, also die Entwickler zum Beispiel. Ich erzähle schon wieder zu viel. Das kommt alles von anders. Wir konzentrieren uns heute wieder auf Captain of Industries. Ha, und ich sehe schon, wir haben relativ wenig Säure hier noch. Holy. Habe ich hier irgendwas umgestellt? Oder war das, weil hier kurzzeit mein Ausfall war? Aber so wie es ausschaut, ist hier über drüber. Wir kommen jetzt zwar hier besser nach, wie es ausschaut auf jeden Fall. Der interessante Fakt ist natürlich, ob wir jetzt hier einen Overload haben. Ich glaube, wir haben hier keinen Overload-Akte mehr. Was natürlich für uns, für unsere Gesundheit hier sehr, sehr gut ist. Interessant ist natürlich auch, dass das Brenngas jetzt natürlich massiv sich vollfüllen anfängt. Mit der neuen Anlage. Mal schauen, was passiert. Jetzt gucken wir mal hier noch, was denn sonst noch passiert. Der füllt wieder voll. Also wir haben gar nicht die Müllmasse, kann das sein? Hier geht Gas durch. Ah ne, das ist Sohle, die hier langläuft, ne? Sohle. Gut, okay. Die läuft in den Tank wieder, genau. Nur nochmal die Anlage kontrollieren, dass ich jetzt nicht hier irgendeinen Punkt übersehe. Dadurch, dass die jetzt vielleicht effizienter geworden ist, dass sie nicht am Ende hier heißt. Die läuft jetzt besser. Das Rohr hat eh keine Priorität, genau. Und du scheinst immer noch genug auf Wasser zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass die Wasserstände bleiben, so wie sie sind. Gut, aber dann schaut es ja eigentlich ganz gut aus. Wir schauen mal zur anderen Säureproduktion von uns hier hinten. Die scheint immer noch in den vollen Zügen zu sein und kriegt von uns jetzt vielleicht auch mal eine Vergrößerung. Wir sind jetzt wieder relativ gut dabei und wir brauchen wahrscheinlich in der Zukunft mehr Säure, wie uns lieb ist. So. Genau, letztes Mal haben wir das hier schon angesteckt. Unser neues Megaprojekt. Und hier haben wir auch... Habe ich hier eigentlich irgendwas übersehen oder nee, ne? Dann würde ich nicht das einfach mal sagen. Ready, steady, go. Ah nee, warte. Stopp. Ich brauche Dampf. Dampf hole ich mir jetzt gerade von hier hinten. Gut, also Akte. Weil ihr habt mir gesagt, ich kann mich noch erinnern, auch wenn es vor der Gamescom war, verwende doch einfach die Hackschnitzel, die du hier machst. Das ist gar keine schlechte Idee.
die müsste ich jetzt hier halt nochmal separat hinstellen und mit Wasseranschluss machen. Deswegen würde ich das fürs Erste so lassen, dadurch, dass wir die Anlage eh hier hinten haben. Lassen wir das fürs Erste mal so. Wir geben hier den Go-Auftrag. Und dann geht es hier weiter. So, ich habe hier den Wasserzugang, weil ich es nicht brauche. Die Anlage ist so langsam, das Portal. Ah, die Anschlüsse sind alle ready to go. Und dann gebe ich die ersten 6 Teile mal in Auftrag. Wir werden jetzt Stück für Stück anfangen, das Ganze hier durchzuziehen. Ich habe keine Geduld für sowas teilweise. Einfach für die Aufnahmen, YouTube-Aufnahmen ist das ein bisschen wenig Zeit. So, ich würde gar nicht einen Schlüssel machen. So. Natürlich beides aus, weil die Anlage soll jetzt komplett autonom laufen. Das darf man nie vergessen. Aus. Ah, da habe ich wieder so viel Kleinigkeiten. Nein. Maximus, Mensch. So, jetzt hat er aber. Ah, ne. Ich hab den kompletten Rest vergessen. Aha, no. So, jetzt hat er aber. Und da kommt der Zufluss. Ist noch schön in der alten Anlage. Jetzt geht's hier los. Genau, und dich können wir abreißen. Dann können wir weiter in die Forschung gehen. Und hier können wir dann CO2 nicht in Graphit umwandeln. Das ist natürlich geil. Das habe ich vergessen bei allen zu machen. Oh Gott. Weil die fangen dann an, dir Sachen zu liefern. Das müssen wir jetzt leider nochmal schnell überall durchmachen. Aber dann sollte das ganz gut am Ende funktionieren. Das wird dann schon. So. Das Lustige ist, ich werde heute nochmal aufnehmen. Weil ich muss natürlich den Rest noch für die Woche machen, dass ich jetzt quasi am Wochenende mache. Aber dadurch, dass ich ja die Woche weg war, musste ich das ein bisschen anders machen. Deswegen nehme ich jetzt am kurzen Nachmittag oder frühen Nachmittag nehme ich die Folge jetzt auf. Und dann wechsle ich, dann muss ich mich für andere Sachen machen noch und dann kann ich jetzt weitermachen hier. Bedeutet, die Produktion müsste natürlich jetzt auch laufen, weil wir natürlich einiges an Ressourcen schlucken anfangen jetzt gerade. Aber unsere Produktion ist ja, ich würde sagen, nicht schlecht geworden. Sie schaut auf jeden Fall sehr geordnet aus. Also teilweise nicht, aber großteils finde ich, ist die schön ordentlich zusammengewachsen. Und sie hat ein gutes Arbeitssystem. Sollte wieder die Reserve dann einsetzen, oder? Genau. Warum muss jetzt eigentlich wieder die Reserve einsetzen, Leute? Muss ich das teilweise verstehen, warum... Wasserproblem, oder was? Nee. Haben wir ein Wasserversorgungsproblem? Wir haben ein Wasserversorgungsproblem jetzt mit der Anlage. Ist das eine Röhre 3 schon? Das ist eine Röhre 3. Haben wir hier ein Wasserproblem? Ich glaube einfach, die Röhre ist zu wenig. Holy shit. Man merkt hier schon, dass die Wasserleitung
viel geschluckt hat. Aber ich könnte eine zweite einfach oben drüber führen. Schau mal, was machen wir jetzt so? Wir machen eine Rohrleitung 3. Eine zweite, die separat oder mit der anderen mitläuft. Nein, oh. Das gibt's doch gar nicht. So. Das führe ich jetzt bis hierhin. Ich habe bloß die Vermutung, dass wenn ich das jetzt anstoße, hat da keine Röhre 3 genommen. Dass jetzt die Masse an Wasser, die hier durchfließt, zu gering ist. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen, ob dieser Tank anfängt zu schrumpfen. Auf jeden Fall sollte jetzt hier dann die Versorgung wieder zunehmen. In der kompletten Leitung. Ja, sie wird voller. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es doch auch, die Leitung aufzufüllen und den Zwischentank zu sättigen. Ah, wird knapp. Wir hangeln uns ein bisschen an den letzten Litern. Aber es steigt langsam wieder gut. Dadurch sollten dann auch die Produktion wieder ein bisschen mehr Leistung haben. Was ja aktuell so ein bisschen das Problem ist, wie scheint. Holy shit, wie viel Beton wir verbrauchen. Ah, okay, natürlich, du musst auch bedenken, wenn wir die Produktion anheizen, dann geht der Wasserverbrauch hoch. Und zwar wie Sau. Dafür haben wir zum Beispiel hier unten die riesigen Wassertanks. Wie läuft es eigentlich hier unten? Ist alles so sehr ruhig gerade. Aber es scheint zu laufen, ohne Probleme. Gut. Wir brauchen immer noch zu wenig Dampf. Wir haben so viel Wasserstoff und wir haben nichts davon verwendet. Na, ganz ehrlich, wir werden die ganze Anlage hier wieder abreißen. Aktuell finde ich, das ist das noch zu viel Verschwendung. Wir werden zwar den Wasserstoff, den wir produziert haben, uns jetzt wo einlegen. Aber ich will fürs Erste das Gerät hier nochmal abbauen. Also wir bauen jetzt die Reste ab, die wir haben. Hier kommt dafür jetzt die Wasserproduktion dann hin, und zwar in Masse. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan, wenn wir da unten hingehen, um das Ganze zu verwalten. Werden wir aber noch sehen, denke ich. Also, aber ich glaube, das ist relativ gut. Wenn die das jetzt hier abbauen anfangen. Was wollt ihr mir damit sagen? Ihr habt keinen Lieferplatz zur Erde?
Nö, warum wird er nicht abgeholt? Haben wir keinen Lieferplatz mehr für Erde oder was ist los? Oha, haben wir echt nicht mehr. Der pure Wahnsinn, wir sind mal außer Fläche. Bei der Erde. Dann werden sie nicht alle anfangen, das zu verkippen. Und dann wird auch wieder geliefert, weil es ist wahrscheinlich einfach der Zwischentank voll gewesen und alles. Und ihr habt schon wieder nichts zum Kram. Wie schnell seid ihr bitte? Dann lasst uns den Hafen anfangen zu bauen. Dann machen wir hier wirklich eine Hafenanlage. Da kommt Reaktor 2.0 am Ende hin. So. Schön abgelegen entsteht dann hier was Neues. So. Jetzt sollte hoffentlich auch mal die Erde abgeholt werden, oder? Irgendjemand für die Erde hier. Und nicht für die Kohle. Kann ich da vielleicht einfach zwei Transporter drauf hinweisen? Warum ist hier nochmal ein Sandlager? Du kriegst von mir noch einen zweiten Platz. Der gehört angeblich dazu. Warum fährst du nicht? Ah, shit. Unnötig sind die. Eieiei, so, aber jetzt wird die Erde wieder leer, jetzt können sie wieder Kohle anfangen abzubauen. Ah, die Kohlelager sind eh massiv voll. Man merkt, dass wir reduziert haben von der Masse her. So, warum stehst du? Ich bin gerade verwirrt. Weil die das Wasser nicht wegkriegen. Ernsthaft? Dann merkt man, wie gut unsere Reserven hier gerade sind. Ach, holy shit, die müssen besser werden. Kann ich das umdrehen? Schauen wir, drehen das um. Und dann setze ich das so hin, baue das ab und setze eine Stufe 3 Rohr hier dran. Dann kann das nicht wieder anfangen, gut. Und alles, was an Übermasse ist, kann durchlaufen. Ach stimmt, warte mal. Er fühlt sich jetzt gerade eh wieder selber an, das ist gut. So. Den Rest auch noch. Reißen wir einfach hier mal ein Loch rein. Alles weg. Machen wir ein bisschen Fläche wieder für uns frei hier. Schöne Sache. Schöne Sache. So. Hier wird auch immer mehr verkippt. Und dann geben wir doch mal die nächsten hier frei im Auftrag. Das wäre nicht ja die erste Production Line, die stehen müsste. So. Hier geht Stück für Stück die Forschung voran. Mit ein bisschen Not-Backup, aber wir scheinen allgemein sehr gut gerade zu laufen. Es gehen auch wieder Massen zur Seite über. Also ich glaube irgendwie nahrungstechnisch wird uns aktuell nicht
was ausgehen. Nahrung habe ich irgendwie sehr gut gehandelt. Wir haben zwar keine großen anderen Produkte. Kuchen wäre hier was, was ein Highlight für die Leute wäre. Oder halt ein bisschen Fleisch. Und Eier. Fleisch und Eier wäre eine gute Kombi, glaube ich, noch, die man machen könnte. Weil es bringt mehr wie so Kartoffeln. Und wird ein bisschen Protein. Süßigkeiten haben wir nur aktuell gar keine. Mir ist auch aufgefallen, ich habe bis jetzt kein größeres Öllager gebaut, ne? Mein Öllager ist immer noch dasselbe wie von Anfang an. Geil. Einfach nur geil. So, die Tanks sind immer noch leer, weil... Selbst wenn die es bis nach hinten schippern müssen, haben sie genug Zeit dafür. Das ist... Wahnsinn, was wir hier schaffen. So, echt. Ich werde jetzt mal hier... Weil ich glaube, hier haben wir echt aktuell nichts mehr. Das Ganze abreißen. Ach, goldtechnisch. Wir haben viel zu viel auf Lager. Ich könnte rein durch den Bagger woanders hinschicken. Vielleicht in die Kupfermine. Das könnte vielleicht so eine Idee werden. Aber das müssen wir uns noch anschauen. Ah ja. Was habt ihr gemacht, dass ihr da nicht mehr hinkommt? Wie schafft man das? Okay. Auch spannend. So gehen wir aber... Oh, fuck. Okay, ich brauche den Bagger eindeutig im Kupfer. What? Wir schaffen schon wieder die Spitzen nicht. Das finde ich schon wieder ungut. Zwei LKWs mehr. Warum schaffen wir die Spitzen nicht? Wir sind überall auf hoch. Angeblich kriegen wir gar nicht den Dampf raus. Aber hier passiert auch nichts. Ich kann höchstens hier noch einen zweiten Anschluss anbinden. Sagen, der hat auch Prio. Dann zufrieden? Hier geht das Ausrufezeichen nie weg. Der Tank wird nie voll. Deswegen frage ich mich, was sie sich beschweren. Müsste genug Dampf für alle da sein eigentlich. Es müsste ja genug Dampf da sein. Ja, die Kabel sind ja auch nicht belastet. Wenn ich die auf die mal 3 stelle. Schauen wir mal, was dann passiert. Bis jetzt schauen wir vom Wasser her sehr gut aus. Selbst mit der neuen Masse. Die auch nicht viel ändert. Der einzige Unterschied ist, jetzt kriegen die anderen auch teilweise ein bisschen Energie ab.
Kann ich hier auch eine Warnung einstellen? Warnung, wenn... Ja, da ist er jetzt halt gerade drunter. Oder brauche ich eher unter 25? Das ist wieder das Erdproblem. Nee, das ist cool. Diesmal ist es das andere Problem. Aber dafür haben wir schon eine Lösung. Einfach das Lager nochmal vergrößern. Eieiei, was habe ich da getan? Jetzt wird alles umgelagert. Nee, Wärme kriegt immer noch keiner ab. Aber die nächsten Generatoren sind schon auf Backup. Vielleicht müsste man das ein bisschen mehr separieren. Also hier sind drüben zum Beispiel eine komplette Wassererneuerungsanlage. Auf der anderen Seite dann die Generatoren und alles noch ein bisschen widespreadiger machen. Ich habe ja genug Fläche rein, theoretisch. Und das dann sozusagen nutzen als... Ja, Fläche oder halt als einfach als ein Atomkraftwerkfläche in Großstil. Ich glaube, mein Fehler ist immer, dass ich denke, ich muss alles auf klein, auf eng bauen. Ich glaube, ich könnte das viel besser machen. Ja, schau mal, wie viel Megawatt die sammeln. Atomkraftwerk bleibt trotzdem nicht stehen. Wird produzieren ja trotzdem immer noch das Doppelte. Also rein theoretisch kann ich ein zweites Atomreaktor-Ding hinstellen. Ha ja, ha ja. Warum seid ihr eigentlich noch voll? Lehrt das mal. Ich glaube, langsam ist das einzige Problem hier daran, dass wir verkippen müssen. Du lieferst auch woanders hin. Also dem Kiesgestein-Ding. Ja, die Anlage läuft ja nie. Aber jetzt können wir vielleicht auch hier die Chip-Produktion hochfahren. Wir pausieren wieder einfach. So. Selbe dann hier unten wieder. Gehen wir jetzt mit. Oh, jetzt gehen wir die Mitarbeiter aus. Oh, minus. Oh. Grippe schwer. Das übersehe ich immer wieder. Problem ist, wenn ich jetzt in Quarantäne ausrufe, wird mein Betrieb davon einstellen, oder? Kriegen wir das hin, ohne dass wir... wieder ein Rad kratzen müssen. Komm schon. Gesundheit plus 15. Kriegt die Grippe unter Kontrolle. Null, okay.
Bedeutet, wir sollten jetzt keine Leute mehr verlieren. Und wir sollten hierdurch Gesundheit. Kriegt diese blöde Gesundheit hoch. Da geht doch. Wachstumsschub 3 brauche ich bitte gerade mal. Und den Leuchtturm. Ich habe mal wieder Mitarbeiter verloren. Ahahaha. Das dürfte eh nur die Anlage sein. Und die ist noch nicht mal fertig angeschlossen. Ich glaube, hier war mal der Plan, dass ich die Säure durchpump. Ganz ehrlich, ich schluck die jetzt einfach mal von hier vorne. So ganz frech, da einfach dran, fertig. Sollte da auch Säure langkommen? Und wenn ich jetzt dich hier anschließe. Sollte die Anlage schon primed sein, sozusagen. Da muss ich bloß ein flaches Förderband von hier nach da legen, um den Start anzukündigen. Und kann hier Verstärkung für das reinrufen. Dann fängt die an zu produzieren. Und dann geht das Stück für Stück weiter. Dann nimmt er die und dann wird das jetzt hier einfach eine Dauerproduktion sein. Schauen wir doch mal, wie viel produktiver die neue Anlage ist. Das ist ja nur einer der zwei Teile. Ich habe ja den zweiten Teil hier auch noch stehen, ready to go. Wir sollten spätestens sehen, wenn der hier was produziert, dass das hier rumgeht. Jetzt also, zack, hier. Wie weit ist der? Der ist noch nicht dran. Der ist schon dran. Bedeutet, wir sollten auch gleich sehen, wie von Anlagenteil 1, also von dem hier, die Sachen nach hier drüben fahren. Das wird geil. Das wird geil. Oh, jetzt gehen die Teraflops aus. Und da fährt's. Das ist genau eines der Probleme, die wir aktuell haben, dass wir zu wenig Teraflops produzieren. Und das macht's halt echt nicht einfach. Weil die Sache ist, ich muss eigentlich die drei Teile gerade mal abreißen und sozusagen den einen Teil nur noch für sich fertig machen lassen. So. Dann kann der weiter produzieren hier. Und hier kommen nur noch die Endentwicklungen rein und danach kann ich den Teil komplett abreißen. Dann übernimmt die Produktion die komplette Chip-Produktion, wenn wir genug Teraflops haben. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass wir zu... Haben wir gerade das erste geliefert? Wir liefern schon. Die Anlage ist schon primed. Und die müsste eigentlich die vierfache Geschwindigkeit haben wie die hier. Weil hier muss viermal das durch denselben Komplex durch, neben anderen Sachen. Ja, ich sehe hier Sachen anstehen. Man glaubt's kaum. Wir sind im Positiven. Okay, der braucht 3,375 und der hier braucht 6. Aber ihr wisst, wo ich hinmeine. Ich sehe mal mehr Chips. Der produziert 8 Mikrochips pro Minute. Der braucht 3. Wir produzieren mit dem viel mehr auf einen Schlag. Bedeutet, wir können diese Anlage um so einiges vergrößern.
Oh, das wird gut. Oh, das wird gut, das sage ich euch. Der produziert jetzt gerade Eier auch noch. Deswegen lasse ich das mal stehen, damit das Band hier wieder leer wird. Sonst beschwert er sich wieder. Ich sag's euch, dann beschwert er sich wieder. Oh, was machst du da? Da sind zu viele Sachen drauf. Ich kann nicht mehr sortieren. Ja, das kriegen wir schon hin. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt wieder ein paar Server kriegen. Dass wir unsere Teraflop-Anzahl hier oben erhöhen können. Weil dafür brauchen wir immer ein bisschen was. Und wir sind ja jetzt bei wie viel Teraflop bei der Anlage aktuell? 70. 70 Teraflops. Jawohl. Und mit der Anlage können wir uns das mal 10 leisten am Ende, ne? Und das wäre ja das Ziel, würde ich sagen. Also, vermute ich mal. Auch wenn man sieht halt jetzt die Teraflops, wir brauchen teilweise 100. Ich bin bei 80. Also wir müssen die Messe erhöhen. Und gleichzeitig halt schauen, dass wir nicht zu viel rausgeben. Was steht hier trotzdem? Stehen hier noch 3000 verschiedene Sachen in der Schlange. Oder die Anlage läuft noch. Vorteil, die kann sich primen. Ich fülle mal wieder den Anschluss. Und ihr wisst, ich kann die Anlage jederzeit auch in Betrieb nehmen anfangen. Ich lasse es jetzt gerade nur da, weil die schon mehr erzeugt, wie die andere Anlage geschafft hat. Und das ist ein massiver Unterschied. Wir haben wieder 21. Und produziert 3 Server dann pro Minute. Oder wenn es gut läuft, kommen wir circa auf die 9 Server pro Minute. Bedeutet alle 3 Minuten ein neuer Server, der uns 2 Teraflops gibt. Wie viel Kapazität hat das Servergebäude? Ja, das kriegen wir voll. Das kriegen wir voll, sehr bald. Aber ich werde wahrscheinlich das umziehen müssen. Ich finde das hier nicht sehr passend. Vielleicht tun wir die ein bisschen abseits platzieren anfangen. Also mit Kupfer habe ich es heute, ne? Neue Flüchtlinge. Ich muss mal die Arbeiter ein bisschen erhöhen. Sonst wird es nie was. Ich muss nur aufpassen, jetzt, wenn ich hier grab, wird es sehr knapp an die Leitungen von uns zu kommen. Vielleicht sollte ich doch lieber hier vorne noch ein bisschen graben. Oh, stopp, ich sehe was. Was passiert hier? Warum? Wieso, weshalb? Ist der Kupfer benötigen Teil oder? Warum ist der Stahl so weit? Du brauchst Stahl. Wo ist Stahl? Wait, weil die Schlacke nicht abtransportiert. Warum wird die Schlacke schon wieder nicht abtransportiert, Leute? Weil sich keiner um die Schlacke kümmert. Okay. Wir machen größeren Zwischenpuffer schnell rein. Oh fuck, da habe ich keine. Ernsthaft? Das ist nicht gut. So, dann hat sich das Problem hoffentlich gleich ein bisschen aufgelöst. Eine Sekunde bitte. Das leeren wir bitte ab hier mit einer Prio 2. Gut, jetzt kann der Stahl wieder anfangen und jetzt hoffe ich mal, dass wir gleich das wieder zum Laufen kriegen. Alles, was weiter Stahl braucht, wird mal kurz pausiert. Habe ich was gelagert? Yes, habe ich. Einsetzen. Achso, warte mal. Rotate. Pausieren.
Zum Glück habe ich Reserven angesammelt. Holy shit. Problem ist, der Arrest ist auch davon, glaube ich, abhängig. Plus, die haben auch noch ihre eisernen Reserven. Und jetzt halt kommen die ersten Stahlprodukte wieder raus. Gut. Jetzt geht's wieder los. Gut. Gut, 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 gut. Du stehst genau auf 48, die er produziert. Gut. Raus mit dem Zeug. Füll's an. Schon geht die Produktion wieder los. So schnell kann das gehen. Wir werden zwar jetzt erstmal ein bisschen Stahl auf den Rest warten müssen. Jetzt muss erstmal wieder der ganze Rest verfüllt werden, den wir so davor vergessen haben. Aber Leute, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge, würde ich behaupten. Wir haben wieder ein, zwei Kleinigkeiten geschafft. Wir haben hinten bei unserer Anlage hier hinten, der wurde gerade Auto gespeichert. Wir haben den großen Teil schon entfernt. Der Rest wird natürlich jetzt auch noch entfernt. Die werden alle rausgeschmissen noch. Und dann werden wir hier Platz schaffen und werden den Teil nach hier vorne verlegen. Unsere Energie läuft, bedeutet auf Backup sind wir gerade noch gut. Wir haben unsere ersten Teile der neuen Chip-Produktion in Gang gesetzt. Wo jetzt nur warten müssen, dass sozusagen der Rest hier einmal durchgelaufen ist komplett. Das kann noch ein bisschen dauern, aber dann sind wir ready to go und die Anlage ist geprimed. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, außer danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir werden zum Ende jetzt nochmal zwei Server in Betrieb nehmen. Eins, zwei. So, bringt uns nochmal ein paar Teraflops mehr. Wir sind jetzt bei 90. Das ist natürlich super. Wir haben mittlerweile Kupfer auch wieder auf Lager. Das macht es natürlich noch schöner. In der nächsten Folge müssen wir natürlich schauen, dass unser Kupfer sich weiter ausbaut. Und dass wir Stück für Stück das Ganze hier erweitern und besser in Betrieb kriegen. Denn wir wollen ja Richtung Raketenstart gehen und dafür müssen wir Leistung, Leistung und Leistung zeigen. Aber ich habe es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt, schaut bei meinen anderen Folgen vorbei und seid schon auf das Gamescom-Video gespannt, was dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommt. Ich denke eher übermorgen, weil ich morgen eher wahrscheinlich dazu komme, das zu schneiden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Also, bis dann. Ciao.